Patricia. Im nächsten Vortrag werden wir das Ganze jetzt nochmal fundierter, wissenschaftlicher betrachten, weniger auf Leistungssport, mehr für uns, sage ich mal, als Otto-Normal-Menschen. Genau, Patricia ist zertifizierte Ernährungsexpertin und wird uns über die 5 häufigsten Ernährungsfehler aufklären. Super, vielen Dank. So sieht's aus. Kein Stress. Ja. Ist das die richtige Präsentation? Ja, klar. Wo muss ich drauf gehen? Einfach nach rechts. Und wo ist der Pointer? Nee, das ist hier einfach nur, damit die nächsten, also innerhalb der Präsentation, innerhalb der Seite. Immer hier. Ach, das ist auch da. Nicht schon. Ja, klar. Hey. Ist an? Nein. Es ist schon an, genau, du musst nur mit deinem Haar anpassen. Weil ich mich nicht höre. Ja. Test, doch? Ja, doch, alles sehr klar. Gut. Perfekt. Schön laut reden. Genau, laut reden. Ich stoße mal weiter. Super. Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Jetzt haben wir schon so viel darüber gehört, was für ein wirkungsvolles Instrument die vegane Ernährung sein kann für Athleten, für die Umwelt, für alles Mögliche. Wieso sprechen wir jetzt von Fehlern? Ich will euch ja hier nichts vermiesen. Der Grund ist ganz einfach, ich bin eben Ernährungsberaterin und habe deswegen ja fast täglich eigentlich damit zu tun, dass auch Menschen zu mir kommen, die sagen, vegan, ich würde das eigentlich super gerne machen und ich habe das mal gemacht, aber das war nichts für mich und das hat nicht funktioniert. Und das kommt bei mir, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal erlebt habt, vielleicht bei Bekannten oder Freunden, die das irgendwie ausprobieren, vielleicht 2-3 Wochen und danach einfach sagen, nee, war nichts. Oder tatsächlich auch der schlimmere Fall, ja, dass eine Ernährungsweise über Monate ausgeübt wird oder Jahre, aber das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird und man dann am Ende dasteht mit irgendwelchen Darmproblematiken etc. und dann die vegane Ernährung dafür beschuldigt, dass sie wohl einfach nicht für sie funktioniert hat. Und gerade in Zeiten von diesen ganzen Why I'm not vegan anymore Videos, vielleicht habt ihr sie auch gesehen, finde ich, sollte man auch einfach drüber sprechen, dass es natürlich in jeder Ernährungsweise potenzielle Fehlerquellen gibt und Stolpersteine, große und kleine. Und es ist für mich immer ein großer Balanceakt, einerseits die Leute natürlich zu motivieren, sich vegan zu ernähren und das einfach mal auszuprobieren. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, nicht ganz so naiv an die Sache ranzugehen, je nachdem eben, von welcher Ernährungsweise man umsteigt auf vegan, funktioniert das dann eben besser oder schlechter. Und deswegen schauen wir uns die 5 häufigsten Fehler an, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht nach irgendeiner Studie, die ich ausgeführt habe, sondern das sind einfach die ich am häufigsten sehe. Aber eben ganz großer Disclaimer darüber, über alles, was ich jetzt sage, das soll alles eben nicht bedeuten, dass es unverhältnismäßig schwierig ist, sich gesund vegan zu ernähren. Aber das eine oder andere sollte man eben beachten. Vielleicht die einen oder anderen Fehler werdet ihr vielleicht selbst gemacht haben und bei euch auch erkennen. Vielleicht sagt ihr auch bei manchen Sachen, ach, das wissen wir doch schon alles. Aber erfahrungsgemäß ist es so, auch wenn man Dinge eigentlich weiß, es schleichen sich so viele Dinge ein und es macht Sinn, sich das nochmal bewusst zu machen. So, ich habe mal einen ganz normalen Tag, einen Ernährungstag für euch mitgebracht von einem Klienten. Morgens gibt es leckeren Porridge mit Banane, mittags in der Kantine ein bisschen Spaghetti mit Tomatensoße, weil nichts anderes vegan war. Abends, kam von der Arbeit, einfach jetzt schnell noch irgendwas essen. Und dann gibt es eben Brot mit veganem Käse und vielleicht ein bisschen Schokolade danach. So. Ich glaube, es ist ein Ernährungstag, in dem sich sehr viele wiederfinden. Und keines dieser Lebensmittel ist irgendwie an sich ungesund oder schlecht. Und es ist jetzt auch nicht, dass nur Junkfood irgendwie gegessen wird. Aber was man natürlich als allererstes sieht, es ist sehr einseitig.
Das heißt, wenn man sich die Verteilung anschaut der Lebensmittelgruppen, dann ist das super getreidelastig und nichts gegen Getreide natürlich, aber das geht ja immer nur auf Kosten von anderen Lebensmittelgruppen und in dem Fall fehlt hier natürlich das Gemüse, die Hülsenfrüchte und noch vieles weitere. Und auf der anderen Seite, finde ich, sieht man auch auf den allerersten Blick einfach, dass es von den Farben her, die Verteilung, ist alles so beigefarben. Und an der Farbe, da können wir schon immer sehr gute Rückschlüsse ziehen darüber, welche Nährstoffpakete in den Lebensmitteln so enthalten sind. Und die meisten tendieren eben eher zu den beigefarbenen Lebensmitteln, die aber eben nicht diese schönen sekundären Pflanzenstoffe enthalten, die unserem Körper wirklich dann Gutes tun. Und deswegen, ja, ich nenne diesen Fehler immer die Hafernudel-Brotfalle. Einseitige Ernährung kann ja in jeder Ernährungsform passieren, aber ja, eben hier sehe ich das sehr häufig und ich möchte euch natürlich heute nicht nur die Fehler erzählen, sondern auch, was ihr jetzt aktiv dagegen tun könnt und welche Regeln man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Dafür habe ich mal so meine Plant Power Formel konzipiert übrigens. Wenn ihr heute irgendetwas verlinken wollt oder so, bitte nicht unter meinem normalen Namen, sondern bitte unter Plant Power Nutrition, weil das ist der Name sozusagen. Und die Plant Power Formel sind eben 10 Regeln. Wenn man die alle einhält, dann kann man wirklich dafür sorgen, dass man das gesamte Potenzial, das gesundheitliche gesamte Potenzial der veganen Ernährung auch ausschöpft. Und die ersten 2 Regeln sind eben einerseits eine Ausgewogenheit zwischen den 5 pflanzlichen Lebensmittelgruppen zu haben. Ja, also, ich sage sie nochmal, ihr kennt sie, Gemüse, Obst, Vollkorn, Getreide, Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte und hier wirklich nicht nur alle irgendwie zu haben, sondern auch in einer ausgewogenen Form. Und dann zweitens noch hinzu, innerhalb jeder Lebensmittelgruppe, Kategorie wirklich auch ganz breit sich aufzustellen. Weil wir neigen dann eben auch so dazu, unsere Go-Tos zu haben, ne? Wie hier Früchte, ja, Banane, Apfel. Oder bei Gemüse dann, naja, okay, dann sind es eben Gurke, Tomate und so weiter. Und da ist es eben so wichtig, um von dieser Bandbreite an sekundären Pflanzenstoffen unter anderem zu profitieren, sich auch richtig breit da aufzustellen. Und natürlich auch für unsere Darmgesundheit, kommen wir gleich noch drauf, ist das sehr, sehr vorteilhaft. Man sagt, ihr könnt es ja mal nachrechnen, nachher ungefähr so 40 verschiedene vollwertige pflanzliche Lebensmittel innerhalb einer Woche zu essen. Könnt ihr ja mal nachher nachzählen. Genau. So, kommen wir zum zweiten Fehler und wieder ein anderer Tag. Morgens gibt es einen grünen Smoothie, mittags eine richtig schöne Bowl mit Gemüse, Quinoa, abends gibt es eine schöne Linsensuppe. Ja, sieht doch super aus. Ich bin total bunt aufgestellt und habe auch alle Lebensmittelgruppen drin. Man muss jetzt ein bisschen genauer hinschauen, was da eben drin ist, um diese Fehlerquelle zu sehen. Und zwar ist eben morgens in dem Smoothie Banane, Ananas, ein bisschen Joghurt und Spinat. Mittags haben wir an Gemüse Tomate, Zucchini, Aubergine und dazu wirklich eine Tasse Quinoa, Cashewkerne obendrauf und einen halben Block Tofu. Abends die Suppe besteht aus Linsen, Süßkartoffeln und Möhren. Also es sieht so bunt und gesund aus, aber das Problem ist, alles zusammen, ich habe das ausgerechnet, das hat nur 1200 Kalorien und das ist so der Bedarf von einem, ich glaube, 5-jährigen Kind, ich weiß es nicht. Und das Problem dabei ist ja eben, dass es so viel aussieht. Ja? Also gerade wenn wir dann eben umgestellt haben auf vegane Ernährung und das Fleisch weglassen und dafür wirklich nochmal extra viel Gemüse auf den Teller tun und es sieht so viel aus. Aber wenn man eben gerade diese Lebensmittel wählt, die so niedrig sind in ihrer Energiedichte, dann passiert das so schnell, dass man einfach insgesamt viel zu wenig isst, ohne dass man es so ganz offensichtlich merkt, ach, ich habe ja heute irgendwie 2 Mahlzeiten ausfallen lassen oder keine Ahnung. Das kann sich echt schnell einschleichen.
So, und dann ist eben das Problem, das ist wirklich so simpel, aber ich habe das so oft, dass mir, wenn dann Menschen zu mir kommen und sagen, ich fühle mich so schlapp und kaputt mit veganer Ernährung, ich habe gar keine Energie und ich mir das dann anhöre, was sie essen, ja, vielleicht wäre es gut, wenn du einfach entsprechend deines Kalorienbedarfs auch isst. Und zack, ja, sind die Probleme auch wieder weg. Und was dann noch dazu kommt, ist, wenn es eine Person ist, die gerne Kaffee trinkt, gerne viel und auch super viel Wasser, die einfach auch nicht gerne vielleicht Süßigkeiten isst, weil sie es einfach nicht mag, es gibt solche Menschen anscheinend, ich weiß gar nicht dazu, dann, was natürlich passiert ist, ich habe vielleicht noch einen super hektischen Alltag, ich habe ganz viel zu tun immer, ich merke einfach gar nicht, dass ich so hungrig bin. Das sind alles Sachen, die ja den Hunger noch mal ein bisschen unterdrücken. Und was dann passiert, ist, dass Menschen ungewollt Gewicht verlieren und dann am Ende sagen, ja, vegane Ernährung war daran schuld. Nee, war es nicht. Und Fehler Nummer zwei, so simpel er klingt, wirklich, so oft kommt er auch vor, dass man einfach nicht genügend Kalorien isst. Und das Ding ist ja, wir sehen ja Kalorien zählen, sehen wir immer nur so im Zusammenhang mit Abnehmen. Jemand will abnehmen, deswegen zählt er Kalorien. Aber es macht Sinn, gerade wenn man so ein bisschen dieses Problem hat vielleicht, dass man sich oft müde fühlt und so, einfach mal nachzurechnen. Es gibt kostenlose Rechner wie bei Chronometer und einfach mal zu gucken, ob man eigentlich wirklich genügend ist. Und vor allem, wenn man dann merkt, man hat da vielleicht ein Problem mit, dann sagen viele zu mir, ja, ich versuche jetzt einfach immer noch ein bisschen mehr zu essen und dann auch, dass es weh tut, weil dann weitet sich das alles langsam. Bitte nicht. Sondern stellt einfach die Lebensmittel um. Ja, also, keine Ahnung, hier würde man vielleicht einfach morgens noch ein bisschen Nussmus mit reintun in den Smoothie. Ist auch kulinarisch gesehen sehr viel besser. Mittags würde man vielleicht ein bisschen eher Kartoffeln dazu nehmen oder so, einfach nicht dieses super wasserhaltige Gemüse. Und vielleicht lieber ein Cashew-Mousse als die ganzen Cashews, weil auch davon geht sehr viel einfach wieder durch uns durch. Und abends würde man vielleicht ein bisschen Kokosmilch mit in die Suppe tun und zack, hätte man schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und von daher natürlich die ganz ja, simple Regel ist wirklich entsprechend deiner Ziele, ob du abnehmen, zunehmen oder dein Gewicht halten möchtest. Und auch von der anderen Seite her betrachtet, viele kommen ja zur veganen Ernährung, also kommen zumindest auch in die vegane Ernährungsberatung, weil sie gehört haben, dass man damit gut abnehmen kann. Und das ist ja überhaupt nicht verwerflich, wenn man jetzt aus diesen Gründen das machen möchte, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber das Ding ist, dass denen dann auch oft erzählt wurde, dass, als wäre vegane Ernährung so irgendwas Magisches, was sich über die physikalischen, biologischen Grenzen hinwegsetzt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Denen wird dann gesagt, ja, iss einfach, was du willst, so viel du willst, vegan, dass du nimmst ab. Ja, kann passieren, aber eben auch genau das Gegenteil. Und da kommt es einfach natürlich darauf an, welche Lebensmittel du in letzter Konsequenz isst. Und ja, deswegen auch da, es ist keine magische Ernährung, sondern auch da muss man natürlich einfach ein leichtes Kaloriendefizit irgendwie erzeugen, was aber viel leichter ist und vor allem viel gesünder und langfristig viel nachhaltiger für einen selbst funktioniert als ohne vegane Ernährung. So, das war der falsche. Zum Fehler 3, da haben wir hier zwei Teller und zwar wird der jetzt morgens befüllt mit einem leckeren Porridge. genau, ich habe auch wirklich, das ist nachgerechnet alles, ich habe euch die Sachen damit hingeschrieben, was da genau drin ist. Mittags gibt es eine richtig coole Buddha Bowl mit Falafeln, ein bisschen Grünkohl, Naturreis, Rotkohl, Kichererbsen und eine Avocado natürlich. So, das ist alles drin, ist eine ganz normale Portion. Sieht auch aus wie direkt aus dem Hashtag Healthy Food, keine Ahnung, was soll daran jetzt verkehrt sein? Das Problem an der Geschichte ist, wir haben erst mittags, wir haben erst 1000 Kalorien zu uns genommen und wir haben schon 30 Gramm Ballaststoffe.
Und das ist doppelt so viel als das, was eigentlich gut für uns, für die allermeisten Menschen ist. Und genau deswegen ist der dritte Fehler der Ballaststoff-Overload, der natürlich speziell bei der veganen Ernährung echt so oft vorkommt. Und euer Darm guckt dann ungefähr so und ihr guckt dann auch so und denkt euch, wieso bin ich eigentlich den ganzen Tag so aufgebläht, warum bin ich auch so kaputt, weil das macht natürlich auch, das erschöpft einen natürlich auch, wenn man ständig ja, Verdauungsprobleme hat. Und das Ding ist, dass wir natürlich ständig hören, wie gesund Ballaststoffe sind und ich werde euch auch nichts anderes erzählen, aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Als normaler Mischköstler nehmen wir nicht mal 20 Gramm am Tag auf. Und deswegen wird uns überall erzählt, hey, dieses Produkt ist super ballaststoffreich und isst deine Kiwi mit Schale, das ist total ballaststoffreich. Und du denkst so, als Veganer dann auch, du willst vielleicht nicht so viel Verarbeitetes essen und denkst, du machst alles richtig und richtig gut für deinen Körper und ja, hast dann trotzdem Probleme. Und davon eigentlich, also ich glaube, es ist die Nummer 1 Ursache für Verdauungsbeschwerden von Neuveganern, sag ich mal, dass sie einfach ihren Körper von einem auf den anderen Tag mit Ballaststoffen überfluten, dass natürlich das ganze System nicht damit klarkommt. Und auch langfristig. Es gibt Menschen, die, das ist natürlich wieder individuell, wie viel man auch da verträgt und es gibt natürlich unterschiedliche Ballaststoffarten und so weiter und man kann viel an der Verdaulichkeit, Bekömmlichkeit grundsätzlich auch tun, aber irgendwo ist einfach ein Punkt, wo es zu viel wird und deswegen ja, schaut da auf jeden Fall nach, falls ihr in irgendeiner Weise da Verdauungsbeschwerden habt, vielleicht ist es mit so einer simplen Sache getan. Und auch wenn ihr vielleicht bekannte Freunde habt, die zu euch kommen, weil das ist das, was ich am häufigsten höre, ist, ich vertrage einfach nicht so viel pflanzliche Produkte, ich vertrage die Hülsenfrüchte nicht und so weiter und deswegen kann ich mich nicht vegan ernähren. Und das ist mit so ähnlichen, natürlich nicht nur den Ballaststoffen, aber es ist oft mit simplen Sachen dann auch getan und dann steht der veganen Ernährung nichts mehr im Weg. Genau, deswegen Nummer 4 ist ganz klar, widme dich speziell deiner Darmgesundheit. Denk nicht, dass das einfach nur, weil du dich jetzt vegan ernährst, alles hier happy ist. Vor allem nicht, wenn es von einem auf den anderen Tag geht. Da gehört natürlich noch viel, viel mehr zu, als jetzt nur die Ballaststoffmenge. Aber das wird jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Ich rede sonst sehr gerne über den Darm und auch alles, was da so rauskommt und passiert. Und es ist auch immer total witzig. Mein Kunde darüber zu reden. Ich habe immer so Abbildungen und so und ja, das ist, sollte einfach kein Tabu sein, darüber zu reden, weil es einfach massiv unser Wohlbefinden beeinflusst. So, okay, der 4. Fehler ist eigentlich mein Lieblingsfehler, weil ja, ich weiß, ich sage es überall, aber den sehe ich echt so häufig. Und zwar, worauf du dich fokussierst, sind diese Sachen. Spirulina, sind Chia-Seeds und dann trinke ich jetzt auch mal einen Kurkuma-Latte mit Pfeffer natürlich, weil das erhöht die Aufnahmefähigkeit. Und das ist ja alles super, ne? Nichts gegen diese Sachen, ist ja auch alles. Aber oft dann kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich mache das jetzt schon alles hier mit dem Spirulina und alles, ich mache das schon alles und irgendwie, das funktioniert nicht, mir geht es trotzdem nicht gut. Das mit dem Vegan ist wohl nichts für mich. Und dann guckt man ein bisschen genauer, was denn über diese fancy Sachen hinaus noch so gegessen wird und sieht ganz schnell, okay, du beachtest vielleicht diese fancy Sachen, aber worauf es wirklich ankommt, ist einfach das hier. Das ist einfach eine in den in den Lebensmittelgruppen ausgewogene Ernährung, die aus möglichst vielen vollwertigen Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln besteht, möglichst abwechslungsreich gestaltet ist und das day in, day out, zusätzlich zu allen möglichen anderen Lebensstilfaktoren. Aber ich weiß, es klingt so simpel, aber viele versuchen halt eher sich hierauf zu konzentrieren, weil das ist natürlich auch ja, einfacher. Ne? Also mal eben bei Amazon so ein Pulver zu bestellen und sich damit zu beschäftigen, so
ja, Patricia, welches Maca-Pulver soll ich nehmen? So, erzähl doch mal. Oder was kann ich noch für irgendwelche Extrakte nehmen, damit es mir besser geht? Damit kann man sich beschäftigen, wenn man das etabliert hat. Und vorher macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn. Aber das Ding ist ja, dass diese Sachen, das sind die langweiligen, öden Sachen, die für uns und unseren Alltag bedeuten, also für die meisten zumindest, dass wir unsere Routinen umstellen müssen. Das bedeutet für viele, dass sie abends nochmal vom Sofa sich irgendwie aufraffen müssen und sich ihr Frühstück vorbereiten und ihr Mittagessen, damit sie nicht in der Kantine wieder die Spaghetti essen und dass sie dann nochmal frisch einkaufen gehen müssen, dass sie vielleicht morgens ein bisschen eher aufstehen, um einfach erstmal diese grundlegende Alltagsernährung gesund zu gestalten. Und das ist etwas, worum wir uns, sehr viele von uns, einfach drücken möchten. Unser Gehirn möchte auch nicht unbedingt immer dann neue Gewohnheiten etablieren. Der hasst das einfach. Und deswegen ist das so verführerisch, sich auf diese fancy kleinen Sachen zu konzentrieren. Aber wie gesagt, macht keinen Sinn, wenn eine gesunde Alltagsernährung noch nicht etabliert ist, sich auf irgendwelche Details zu fokussieren. Und wenn sich alle so sehr darum kümmern würden, wie bei der Frage, welches Spirulina-Pulver sie nehmen sollten, dann ja, wäre das schon... Okay, zum letzten Fehler, alles klar. Er hat hiermit zu tun. Und das Thema Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich ein riesiges. Man denkt nur bei Veganern natürlich nicht. Aber ich merke halt, es gibt bei dem Thema so zwei Extreme. Die einen, die gehen ungefähr so in die vegane Ernährung und denken so, okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme mal lieber alles irgendwie zu mir, damit ich bloß keine Mangelerscheinungen bekomme innerhalb von einer Woche. Und ja, die haben dann so einen ganzen Apothekenschrank voller Supplemente. Und dann gibt es aber die andere Seite, die sagen, ich brauche das alles nicht, ich ernähre mich gesund. Die Natur hat schon dafür gesorgt, dass ich alles kriege. Und früher haben die Menschen das auch nicht gebraucht, ne? So. Und das Problem ist halt, dass wenn wir das einfach ins Blaue hinein machen, irgendwelche Supplemente zu nehmen, ohne unsere Blutwerte zu kontrollieren, ohne Laboranalytik zu machen, dann, warum sieht das so komisch aus? Dann können wir natürlich nicht wissen, ob wir über- oder unterdosiert sind, ob wir in einem guten Wert sind oder nicht. Und die Gefahr ist ja auch, es gibt viele Nährstoffe, bei denen müssen wir erstmal eine hohe Initialdosis nehmen, wie bei Vitamin D. Sonst, wenn ich einfach nur diese normale Dosis nehme, die von allen so pauschal empfohlen wird, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und du wirst nie aus deinem Mangel rauskommen, wenn du nicht weißt, was dein Wert ist. Und deswegen diese Frage immer, das ist auch eine der häufigsten Fragen, ja, welche Supplemente soll ich nehmen? Man kann natürlich pauschal ein paar Empfehlungen geben, aber bei mir in der Beratung nichts ohne Bluttest zu machen. Und da sich auch wirklich dann vorher einmal zu informieren, welche Marker sollten denn getestet werden, weil natürlich auch hier nicht alle so gleich aussagekräftig sind. Man braucht da keine Angst vor haben oder irgendwas, dass man ganz schnell in irgendeinen Mangel reinkommt. Aber wie gesagt, wäre auch naiv zu denken, ja, ich ernähre mich ja gesund und dann wird das schon klappen, weil einfach die Art und Weise, wie wir heutzutage leben, eine ganz, ganz andere ist. Und ja, deswegen Fehler Nummer 5, supplementieren ohne Datenbasis. Klar gibt es auch ein paar Supplemente, so wie Omega-3 zum Beispiel. Ich muss nicht unbedingt wissen, auf welchen Wert ich habe, weil höchstwahrscheinlich habe ich da keinen guten. Das kann ich auch so nehmen, aber bei allen anderen Werten sollte ich das auf jeden Fall testen lassen. Deswegen informiert euch auf jeden Fall zu den kritischen Nährstoffen. Die hat jede Ernährungsform und teste diese Nährstoffe regelmäßig im Labor. Genau, so. Ich versuche nochmal so ein paar Weisheiten hier rauszuhauen. Es gibt, und das denken auch viele so, ich mache so die Schublade auf und habe dann da den perfekten Ernährungsplan, die perfekte Ernährung, die gibt es nicht. Und diese Fehler sollen auch nicht bedeuten, dass wir uns perfekt ernähren müssen. Aber
müssen auch bedenken, dass keine Ernährungsform per se bedarfsdeckend ist. Es kommt immer darauf an, wie wir unseren Speiseplan im Endeffekt zusammenstellen. Das heißt, informier dich, aber mach eben auch nicht diesen Fehler, dass du in diesen Informationstunnel reingehst und nur noch am Recherchieren bist und dich damit verrückt machst, alle möglichen YouTuber und Blogs und Bücher und dir alles durchliest, weil das verwirrt uns nur noch mehr oder viele verwirrt es nur noch mehr. Wenn du dich da ein bisschen unsicher fühlst, hol dir lieber da professionelle Beratung und dann hast du das einmal richtig, das Wissen, ohne irgendwelche Halbwahrheiten und so weiter. Lass dich auch bitte nicht von dieser ganzen anekdotischen Evidenz da draußen täuschen, sowohl auf veganer Seite als auch nicht veganer Seite. Das meiste, was man ja liest, sind irgendwelche Erfahrungsberichte und die haben ja auch ihre Berechtigung, weil sie können uns ja inspirieren. Aber nur weil etwas, irgendein Pulver, irgendein Ergänzungsmittel, irgendwas für Person XY, für Blogger XY funktioniert, funktioniert das noch längst nicht für dich. Und das ist so, ja, eins mit der größten Ursachen, warum die Leute zu mir kommen und total verunsichert sind, was sie überhaupt machen sollen, weil gefühlt jeder was anderes erzählt. Wobei es eigentlich bei den meisten Fragen wissenschaftlich gesehen einen Konsens gibt. Und ja, deswegen zu guter Letzt, aber wo ich jetzt von den Fehlern geredet habe, eigentlich finde ich, der größte Fehler, den man machen kann, ist, wenn man vegane Ernährung ausprobiert, aber sowohl kulinarisch und auch gesundheitlich dem Ganzen eigentlich doch nicht wirklich eine Chance gibt. Sagt, ja, ich probiere das mal 2 Wochen, aber dann doch irgendwie nur so halbherzig. Weil dann sind die Chancen auch groß, dass man entweder von dem Essen nicht überzeugt ist, wenn man einfach nur irgendwas weglässt und es einem auch gesundheitlich damit nicht so gut geht. Das heißt, für euch selbst oder auch wenn ihr das an Bekannte und Freunde weitergebt, dann wirklich, ja, macht das mal einen Monat einfach wirklich richtig und gebt dem wirklich eine Chance. Ja, wer mehr in die Tiefe gehen möchte, kann gerne mal schauen. Ich habe die Plan-Power-Formel, ich habe jetzt euch nur einen Teil gezeigt, auch in der kostenlosen Videoserie, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Genau, meine Ernährungsberatung gebe ich auch deutschlandweit, also per Skype läuft das. Und ja, folgt mir natürlich auch gerne auf Instagram für mehr Inspiration. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Patricia.